Okay, da wären wir wieder zum Stream. Jetzt habe ich vergessen, die Chunk Borders hier auszublenden. Ja, das ist natürlich blöd. Ich gehe nochmal auf meinen Chat. So, hier steht jetzt nur Tiny im Titel. Na, passt schon. So. Dann schauen wir mal. Ich esse kurz was. Okay, heute geht es darum, ganz viele Saplings hier zu bekommen. Nochmal. Das ist ja jetzt der zweite Void-Stream, ne? Und ja, ich versuche jetzt hier mal ein bisschen zu farmen. Gerade habe ich noch eine Folge aufgenommen, deswegen bin ich es irgendwie noch gewohnt, viel zu reden. Aber ich versuche mal ein bisschen meine Stimme zu schonen, damit ich nachher auch noch aufnehmen kann. So. Okay. Ja, wie gehen wir jetzt vor am besten? Ich würde sagen, weiter hier farmen, ne? Hab mal auch eine Steinachs gemacht neulich. Genau, und da können wir das jetzt immer ganz entspannt angehen. Hoffentlich. So. Mal schauen, was das hier bringt. Na, mit Steinhacke ist halt wesentlich geiler. Muss man ja sagen. Ne? Okay. Ja, wir müssen es eigentlich nur hinkriegen, erstmal einen Cobble-Generator zu bauen. Haben wir erstmal weniger Probleme. Und es gibt ja hier auch diesen warte mal, wie geht denn der? Diesen automatischen Cobble-Generator. Da muss ich ja vielleicht gar nicht hier hinten einen mit richtiger Lava bauen. Cobble oder warte, Generator. Kohle, Öle, Öls. Zombie Flux Death Furnace, ja, keine Ahnung, ne? Survival. Der bringt Strom. Das weiß ich. Ui. Survival Generator, den müssen wir mal bauen. Später. Ach, hier. Mit Lava, okay. Und Wasser und Glas. Den können wir doch schon machen, oder? Geht das nicht schon? Also sicher, wir brauchen hier erstmal das, ne? Hm. Da brauche ich einen zweiten Clay Bucket. Shit. Kann ich jetzt hier schon Lava rausschöpfen? Ja, das geht. Aber die kann ich nur einmal setzen, deswegen lasse ich die mal. Ich tue die mal hier rein. Hallo? Da ist jemand im Chat. Ich habe eine Aufgabe. Hä? Lol. Warte, ich gehe mal kurz schlafen. So. Schau mal kurz in die WhatsApp-Gruppe und reagiere live. Worauf? Ach Leute, da ist ja was Neues. Das kam ja jetzt erst. Ist da ein Link? Meine ersten Charts. Oh. Lol. Ja, auf welchem Channel kommen die? Rieze Charts. Als ob. Ah, das wird bestimmt ehrenlos. Ich guck mal kurz. Ich muss es halt am PC haben. Rietzemauer. Schick mal den Link einfach hier in den Channel. Oh lol. Virtuelle Schweinezucht, neuen Texti. Ja, hallo. Okay, auf Rietzemauer ist ja schon mal nicht mit den Charts. Na, dann müssen wir den Link reinschicken am besten in den Chat. So. Okay, ist jetzt hier. Okay, warte, ich guck mal kurz auf WhatsApp. Ah, hier schon wieder alles gleichzeitig. So, was steht da jetzt? Was geht ab? Creeper-Gesichter, okay. Ich
Ich kann nicht tippen, wenn das Handy quer liegt. Ich hasse das. So. Ey, was schreibe ich denn hier schon wieder für eine Scheiße zusammen? Ich kann nicht tippen. Moment. Was geht ab in der... Oh. Okay. Oh, lol. Ja, aber... Oh nein. Bin ich wieder da? Nee. Oh ey, diese Scheiße. Jetzt gibt's hier so einen Disconnect. So, geht's jetzt? Ich hoffe mal. Verbindungsversuch 3 in 30 Sekunden. Was? Warum macht er das jetzt nicht? Error. Ah, jetzt. Oder? Huch. Ich schreibe mal kurz im Chat. Geht es wieder? Wiederverbinden erfolgreich. Warum macht das OBS erst so spät? Jetzt ist wieder Codierung überlastet. Nein, noch nicht. Na gut, aber jetzt wahrscheinlich. Okay, und jetzt? Ah, alles nur, weil ich mein Handy drehen musste. Ich muss nämlich immer über mein Handy das Internet zuführen. Jetzt geht's wieder. So ein Scheiß, weil hier mein WLAN, mein LAN nicht mehr geht. Eigentlich, ja, hat das immer ganz gut geklappt über das LAN, aber... Ja, irgendwann ging's dann einmal nicht mehr, einfach nicht mehr. Und ich muss mir immer über USB-Teasering einen Hotspot geben am Handy. Komplett nervig. So. Naja. Aber ja, ich guck gleich mal in die Charts rein, ne? Und ja. Aber ich weiß nicht, wer virtuelle Schweinezucht ist. Das wäre natürlich jetzt nochmal interessant. Schweinezucht, ist das ein alter Insider oder was? Kann mich da nicht mehr so gerade erinnern. So. Okay. So, ich habe gesehen, ich habe jetzt schon 74 Follower auf Twitch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Boah, aber jetzt habe ich hier wieder so einen fetten großen Baum. Wie ist das so in der eigenen Wohnung? Ja, da bin ich gerade nicht. Aber ist schon nice, ne? So. Ja, passt auf jeden Fall. Jedoch habe ich später dann, ja, die auch nicht mehr. Also nur solange ich studiere, kann ich da wohnen. Das ist halt blöd, aber ja, geht schon. Muss halt dann wieder eine neue suchen. Und ja, zurzeit habe ich halt meinen PC jetzt nicht dort, sondern habe dann immer nur Laptop. Und deswegen mache ich die Streams zum Beispiel immer hier. Ja, vor allem Sky Factory könnte ich auf dem Laptop gar nicht zocken, ne? Das wäre nicht möglich. Und ja, ist halt blöd immer so hin und her, aber geht schon. Ich könnte natürlich auch den PC mal dorthin nehmen, habe ich auch schon mal überlegt, aber ich weiß nicht, ob sich das so, ob das so gut wäre oder ob das so gut machbar ist. Mal sehen. Vielleicht mal irgendwann, wenn sich's anbietet. Aber wäre auf jeden Fall eine Option auch.
vorstellen, da könnte ich dann auch mal länger streamen oder so. Oder ja, wie auch immer. Zum Beispiel Infinity will ich ja mal einen langen Stream machen, das würde ich auf jeden Fall in meiner Wohnung machen. Ich meine, das Modpack kann ich zumindest am Laptop zocken. Aber es ist halt auch nicht so, dass Nonplusultra dann halt da immer irgendwelche Bildfehler entstehen. Beziehungsweise, ja, OBS ist da ein bisschen buggy. So, dann hier. Neue Crook. Wohnst du in einer WG? Nee, alleine ist das. In einem Apartment. Genau, ist eigentlich ganz entspannt. Weil WG ist immer, ja, keine Ahnung. Muss jetzt nicht sein, da bin ich nicht so der Typ für. So. Ja, ich mache mal nochmal eine Holzaxt, geht jetzt nicht anders. Auch wenn es ewig lange dauert, aber ja, wird schon gehen. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen Kobbel kriegen. Ja, eigentlich könnte ich jetzt schon probieren, den zu bekommen. Mit der Erde hier. So, hier rein. Okay. Ja, aber gib mal einen Hinweis, wer du bist. Damit ich das mal weiß. Gibt es in deiner Umgebung gutes Weed? Wüsste ich jetzt nicht. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so die Umgebung. Da musst du ins Reed, ne? Oder, keine Ahnung. Da ist immer Action auf jeden Fall. So, zack. Ah, na, das braucht noch. Das ist schon fertig. 11 Erde, wie weit komme ich damit? Oh, shit. 180 Grad Drehung. Ne, eigentlich noch mehr. 360. Okay, 14, 15. Na, am besten eine Zahl, die durch 3 teilbar ist. Damit ich hier hinten alle durchtauen kann. Statement zu Kains Ritters Tod. Ja, das ist natürlich tragisch. Also irgendwie. Ja, seit sie gestorben ist, gucke ich mir echt immer diese ganzen Dokus an. Ne, man kann nicht aufhören. Seitdem. So, weil es war schon eine Legende. Auch wenn natürlich diese Einstellung grundsätzlich nicht. Ich nicht unterstütze, aber dennoch, so meme-technisch war es auf jeden Fall immer lustig und ja, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie wieder Videos mit Gurkensohn macht, wie dieser Adventskalender. Naja, ist halt blöd. Ja, sie hat halt zu viel geraucht, ne? 50 Jahre lang. Das macht dann die Lunge nicht mit. So, 15 Steine. Was bräuchte ich denn für Clay noch? Da brauche ich ja auch nochmal Steine, ne? Also Dust. Geht das, wenn ich hier einfach das so mache und dann hier? Müsste ja schon reichen, ne? Ein so ein Ding. Weil ich brauche nur Dust und muss den dann hier reinhauen. Ah, nee, ah, ich habe jetzt kein Wasser. Habe ich irgendwo einen Barrel mit Wasser? Ich glaube auf einer anderen Insel, aber da kann ich nicht platzieren, weil das gesperrt ist. Jetzt gibt's nur noch Jasmin. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Nächste Generation. So, ja, hier kann ich nicht rein. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich auf Regen warten oder was? Ah, warte mal, da läuft doch Wasser runter. Kann man das nicht irgendwie noch anders befeuchten oder so? Das wär's. Oder hier drinne. Ja, ist blöde. Mensch, da muss ich die Lava wieder verschwenden, ey. So ein Müll. Oder nee, warte, ich tu die einfach hier rein. Das müsste ja auch gehen. Nee. Ist das dämlich? Dann kippe ich die einfach hier hinten aus. Würdest du eine Challenge im Gurkensohn-Style machen? Ich? Na, ich weiß nicht. Ob das so mein Ding ist, da jetzt irgendwelche Chilis oder so zu essen.
oder was er auch immer alles nimmt, hier Mentos und Dings da. Was war's? Cola. Ja. Zu wild. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Wie bin ich denn das erste Mal an den Eimer gekommen? Ja, ich muss auf Regen warten, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Da hätte ich jetzt auch die Lava nicht auskippen müssen. Oh, ey, ist das dämlich. Kann man irgendwie Regen beschwören? Jetzt komme ich hier nicht voran wegen diesem scheiß Wassereimer, ey. Scharfe Parmo-Pizzen. Oh nein. Pizza Tijuana. Die schadet immer einem Kumpel von mir. Der wird immer geschändet. Er hat dann immer Durchfall. Aber nicht von Parmo, sondern woanders. Freddy Fresh einfach. Und bestellt's aber immer wieder. Ja. Aber ich, so scharfe Sachen sind irgendwie nichts für mich. Außer manchmal so Käsesoße. Die gab's immer in der Mensa. Die konnte man schon mal nehmen. Boah, shit, nein! Oh, egal. Wie lange bist du heute online? Naja, noch so, ich weiß nicht, so eine halbe Stunde, Stunde so, würde ich sagen. Ja, ungefähr. Ich brauche eine neue Kiste. Es wird Zeit. Hier ist noch Platz. Aber Holz läuft. Parmo ist aber auch nicht gesund. Achso. Okay, ja, jetzt bin ich wieder da. So. Komm ich nicht. Vielleicht kommen hier irgendwie an Eisen, dass ich mir einen Eiseneimer machen kann. Das kann ich aus diesem Erz schmelzen. Illuminaten. Furnace, ist es das da? Wieso läuft eigentlich keine Musik? Das triggert. Hört man die eigentlich? Müsste ja. So, mit Hühnern will ich mich ja gar nicht beschäftigen. Ja, was ist denn das jetzt für ein scheiß Erz? Vielleicht finde ich das hier. Das heißt doch Ore Peace, oder? Ah ja. Genau, und Iron Ore Chunk, genau, das war's. So, und die Iron Ore Pieces, wo kriege ich die jetzt her? Aus dem Sieb mit Dust, ah, okay. Muss aber ganz schön viel durchhauen. Ey, das ist ein Müll, ne? Ja, dann kann ich ja einfach das Wasser nehmen. Und dann läuft das. Bist du wirklich Illuminati? Nee. Warum sollte ich? Ach so, wegen dem Textmark ist Illuminati. Ja, das ist natürlich, ja, das setzt sich seit 6 Jahren oder so durch, ne? Das Gerücht. Ah, shit. So. Oh. Okay. Gehörst du zur YouTube-Elite mit Gronkh und Rainer W? Ja, na klar. Also Gronkh habe ich früher mal gefeiert. Und heute eigentlich auch noch. Obwohl ich die Videos nicht mehr so gucke, aber
Ja, damals die Minecraft-Folgen, Alter, die waren legendär. Also, das war zu wild. Da habe ich echt jede Folge gesehen. Aber erst 2012 habe ich angefangen, das Let's Play zu gucken. Da habe ich halt die ganzen alten Folgen nachgeholt. Das war zu der Zeit, wo er irgendwie in der Mörderhöhle immer war. Bin ich dann immer durch die alten Folgen. Und Folge 1000 war auch eine Legende, ey. Dieser Spielfilm. So. Gehörst du zur YouTube-Elite? Ah ja, mit Rainer W. Ja, gut, den kenne ich natürlich auch. Ne? Aber ja, das ist halt ein bisschen übertrieben, was da so abläuft. Ja. Okay. Aber gut, über den darf man ja gar nicht reden. Er ist ja auf Twitch gespannt. Also ich darf den jetzt nicht zum Mittelpunkt meines Streams machen. Also ich dürfte jetzt nicht reacten. Erwähnen darf man, aber jetzt nicht die ganze Zeit davon reden, ne? So, hab dein Video gesehen, wusste nicht, ob das stimmt. Was genau? Nicht, dass ich Angst haben muss um meine Schweine. Was ist dein Lieblingssong? Oh ja, Lieblingssong, ich glaube zurzeit Hypnotized oder so. Ja. Also so normale Songs meistens. Ich habe auch mal auf Insta so eine Challenge gemacht, da sieht man meinen Musikgeschmack. Ja, also viele haten diesen Geschmack irgendwie, die kommen nicht drauf klar und sagen, das ist komplette Scheiße, was ich höre und es geht gar nicht. Ja, keine Ahnung, ist halt schade irgendwie. Ich finde, das ist eigentlich ein normaler Geschmack so und jetzt nichts, wo man jetzt unbedingt, ja, so die ganze Zeit dagegen wettern muss, ne? Hast du RW schon mal persönlich besucht? Nee, natürlich nicht. Also ich war noch nicht dort. Ja. Was treibt mich schon nach Emskirchen? So. Was ist mein Lieblings-Rap-Künstler? Boah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hasse ich diese ganzen Deutsch-Rapper. Ne, die heutigen. Diese ganzen Möchtegern, ja. Diese. Ich weiß gar nicht, mir fällt dazu nichts mehr ein. Manche gehen noch, also. Die sehe ich eher neutral, aber ich höre sie mir zum Beispiel nicht an, wie zum Beispiel Capital Bra. Der ist noch einigermaßen in Ordnung. Aber sowas wie Mero oder so, das ist einfach nur Absturz und Cringe. Dass sowas in den Charts ist, das ist echt traurig. Dass sowas einfach nur noch so hochkommt oder auch Apache. Finde ich, viele sagen, der ist vom Niveau her höher, aber ich finde den auf der gleichen Stufe wie Mero. So. Weil, na gut, er ist schon vielleicht besser, aber für mich ist das halt alles nicht hörbar. So. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, mein Lieblingsrapper ist, denke ich, sowas wie Sido oder so. So oldschool-mäßig. 2010, 11 rum hat er halt gute Musik gemacht. Und 12 und später auch noch. Heute, ja, geht so. Oder Fantastische 4 oder so. Ja, fällt mir jetzt nicht ein, wenn ich drauf stoße, dann weiß ich's wieder. Aber gibt verschiedene Rap-Sachen, die auch gehen. Und American Rap, da gibt's eh noch ganz andere. Aber ich finde heutzutage auch viele Rapper in Amerika, die kopieren so diesen deutschen Stil und ich hasse das, wenn dieser Beat so extrem übersteuert ist, Alter, das kann ich überhaupt nicht hören. Ja. Ein Beat muss fetzen und nicht einfach nur abkacken. So. Das geht gar nicht, finde ich. Katja Krasavitsch, na, die macht auch nur noch Scheiße. 2017, 18 hat die noch gute Songs gemacht, also irgendwie konnte man die feiern, so ironisch, ne? Aber heutzutage geht das gar nicht mehr. Die schlägt schon wieder in dieselbe Kerbe wie die anderen. Die produzieren nur das, was funktioniert und darüber hinaus nichts. Ja, einfach nur nervig, diese Musik. Also seit 2018 ist es so ein Shit einfach nur noch in den Charts unterwegs. Dass das einfach
Ah, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Jetzt muss ich hier natürlich wieder neue Lava generieren. Ich würde sagen, die Cobblestones hier, die muss ich mal abbauen. Und zwar mit dem. Würdest du zu Tech is Back abschranzen? Na, ich weiß nicht, Tech ist nicht so meins. Ein paar gute Sachen gibt es natürlich. Aber, ja, das habe ich noch nie so richtig gefühlt. Aber ja, natürlich, abschranzen gehört immer dazu. So. Aber wer weiß, wann wieder mal Tech is Back oder irgendwas anderes da ist. Gefühlt ist das ja nie in Sicht. Naja. So. Okay, das, oder was muss ich durchdingsen? Hier oben. Das, ja, okay, gut. Da kriege ich auch Bone Meal, da sind wir doch alle zufrieden. Okay, Iron nur 2. So ein Müll. Die Dev-Infos, die müssen natürlich gesammelt werden, aus guter Tradition. Und ja. So, ich glaube gleich, wenn ich Tiny Craft Attack streame, dann werde ich auch mal auf die Charts reagieren am Anfang, ne? Das macht man jetzt nicht mehr, denke ich. Oder? Doch, eigentlich zum Ende wird es auch passen noch. Dann machen wir es so. Und dann mache ich eine kurze Pause und dann gehe ich zu Tiny CA und stream das nochmal. So. Ja, jetzt ist natürlich hier wieder alles wie Kraut und Rüben, aber ich habe jetzt ja auch nicht mehr so viel Zeit noch. Deswegen würde ich das Projekt jetzt mal wechseln kurz. Wie lange zeichnest du schon Graffiti? Ja, gar nicht. Ich habe noch nie Graffiti gezeichnet. Ja, also für jegliche Werke bin ich nicht verantwortlich. So. Falls es darauf eine Anspielung ist. Okay, jetzt gucke ich mal hier wegen dem Link. Da ist er. So. Fügen wir den mal ein. Ja. Leckt alles noch. Oh, Chrome ist aber auch schlimm, ne? Das hält nichts aus. Wenn die CPU-Auslastung ein bisschen hoch geht, ist Chrome direkt weg. Verabschiedet sich. Das ist einfach nur der blanke Wahnsinn. Okay, eine Minute 40 geht's. Ja, jetzt kann man nochmal über die Musik hier debattieren. Okay, erstmal hier die Hintergrundmusik aus. Haben wir hier noch den Chat. Na, dann machen wir mal einen Szenenwechsel, ne? So, ja. Hört man das? Können wir mal so machen. Obwohl wegen Copyright, ja, muss ich mal gucken. So, auf jeden Fall sowas hier, das höre ich mir gar nicht an. Also fühle ich nicht. Das ist geil. Ist halt schon 8 Jahre alt, aber na gut, 7,5. Ja, ist nice. Aber das erinnert mich auch an früher, das ist eigentlich ganz cool gewesen. Kam glaube Ende 2015. So. Ja, den Song habe ich mir auch nie so wirklich angehört. Ist auch schon 3 Jahre her oder so. Oh, Hall of Fame ist nice, ja. Warum nicht? Das erinnert mich ja mal an Informatik damals in der Schule. Medienkunde. Da mussten wir das irgendwie mal, hatten wir das im Unterricht. Irgendwie so ein Video als Beispiel. Und mussten das in so eine Webseite einbetten. Mit HTTP. Ne, wie hieß das? Ach. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit so einer Programmiersprache. So. Marshmallow kenne ich nicht.
Also Marshmallow schon, aber den Song nicht. Ist auch komisch. Eastside, ja okay, das kennen wir schon lange. Reagierst du irgendwann mal auf Videos? Ja, weiß ich nicht, jetzt ja gerade. So. Also hier weiß ich halt schon lange, dass Rize das feiert. Das war schon 2018 genauso. Das hier ist auch in Streets Charts. Hätte ich gar nicht gedacht, dass Rize das hört. Aber okay. Ja, okay, na, sowas. Sowas kann ich mir nicht anhören. Schon dieser Trap-Beat, das geht gar nicht so. Das würde ich mir nicht gönnen. Und hier auch dieses komische Singen. Das ist so ein. So, keine Ahnung, was für ein Singen so. Naja, egal. Auf jeden Fall hier Riptide, das ist ganz gut. Ja, das ist auch so. Das hat gute Erinnerungen, muss ich sagen. Damals. Oder hier, das ist natürlich auch geil, ne? Der Song. Brauchst du das noch? Das höre ich mir mal in letzter Zeit an. Kannst du haben. Also die Werbung nicht, aber das hier. Da, genau. Ja. Es spendete Wärme, Behaglichkeit und Energie. Ja, da war Deutschrap noch nicht so am Boden wie heute. Oh shit. Auf richtige Videos, ja okay. Mal sehen. Könnte ich mal machen, habe ich auch schon mal gemacht. Ja, bestimmt mal irgendwann. Aber wird, denke ich, noch dauern. So, ja, dann beende ich erstmal den Stream. Und wir sehen uns nachher wieder. Ich hoffe, es war gut. Und, ja, 31 Minuten. Naja, nachher machen wir nochmal ein bisschen. Aber ich muss gucken, dass es nicht zu spät wird. Okay. Na dann erstmal bis gleich.